Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sportwelt-Podcasts. Heute am Freitag wieder unter dem Titel Aufgekentert. Wir werden, denke ich mal, recht früh am Start sein, weil wir den Podcast schon Donnerstagabend aufnehmen. Und ja, dann sind wir natürlich auch direkt beim Donnerstag. Wir, das sind Manuel Trom, heute wieder in Sandweier. Hallo Manuel. Hallo Guido, hallo in die Runde. Und ich, Guido Göbel, in Köln. Noch am Wochenende geht es auch ein bisschen unterwegs nach Saarbrücken und Mülheim, aber erstmal bin ich noch in Köln heute. Und ja, wir hatten heute einen interessanten Renntag international aus deutscher Sicht. Manuel, kann man sagen, mit tollen Erfolgen. Was hatten wir alles? Fangen wir an. Ich glaube, in Deauville ging es los. Genau, in Deauville ging es los. Da wurde die Kanté des Tages nach Deutschland entführt und das in sehr, sehr gutem Stil. Also da kann man wirklich nur den Hut vorziehen. Pferd vom Stall Hexenberg, Major Oak, hat dort gewonnen. Marian Falk, Weißmeier, der Trainer, und die Geschichte um das Pferd, was heißt Geschichte, die ist noch keine 3 Monate alt, da wurde das Pferd im Reclamé in Le Gros La Roche gekauft. Seitdem hat er jetzt 4 Starts für den Stall Hexenberg absolviert, 3 davon gewonnen, einer leichter gefühlt als der andere, und dann gab es heute noch den Sieg in der, ich glaube, 70.000 Euro stehen dann über der Kanté, 75.000 sogar waren es über der Kanté, und dann ja, kann man nur gratulieren zu einem sehr, sehr guten Kauf. Hast du meinen Taschenrechner angekurbelt, wie viel er schon verdient hat jetzt? Ich glaube, heute waren es allein mit Prämien wieder über 50.000 Euro. Ne? Also, ja, genau, über 50.000 also, wurde gekauft für knapp über 9.000, ne, oder 9.500. Da kann man wirklich nur den Hut ziehen. Ja. Das war ein mega Kauf, das gibt's, kann man ja gar nicht anders sagen. Und so wie der heute gewonnen hat, muss er doch nicht mal Schluss sein. Das ist ja nein, das Schöne daran. Nein, da muss man auch, ist ja vornehmlich die Familie Braun aus Neu-Isenburg da, die hinter dem Stall Hexenberg stehen, immer mal wieder mit veränderter Konstellation, aber die machen das schon richtig gut teilweise, und da kann man nur gratulieren zu dem Kauf. Ja, haben ja mehrere Rennen gewonnen. Ich glaube, Kogolin hat auch gewonnen letztens. Ne? Genau. Also das machen die wirklich sehr gut. Und Galopp Club Rhein-Main zählt ja auch noch mehr oder minder mit dazu. Da Rosetta Stone auch in Deauville gewonnen. Ja, ja. Familie also Braun ist auch immer in Deauville, deshalb denen schmecken die Erfolge dort ganz gut. Und ja. Die sind sehr schlau im Kaufen, und muss schon sagen, also das war schon sehr gut. Und ja, der Trainer, wo war er vorher, weißt du es? Ludovic Gatban, glaube ich. Ne? Genau, exakt. Ja. Ja. Gut, ja, das jetzt war vielleicht mal ein Besitzer anrufen und fragen, was da los war. Haben den im Reclamé verkauft und der gewinnt. Der alte Besitzer, der könnte schon ein bisschen traurig sein im Moment. Das könnte ich mir schon vorstellen. Man könnte ja seinen Pferden, seinen Ex-Pferden, aber man kann auch mal nachfragen, was da los war. Ja, gut. Dann hatten wir aber auch noch 2 Siege in Meran. Da war ja heute auch Feiertag, und da ist immer ein größerer Renter mit 2 Listenrennen, und die gingen beide nach Deutschland, beide in den Stall von Andreas Dobritsch. Genau, und auch da zähle das Motto, einer leichter als der andere. Vor allem Ketame, die Fairhoferin, die hat ein Stutenlistenrennen gewonnen, das wirklich von der Spitze aus sehr, sehr, in sehr, sehr gutem Stil. War erste Mal Scheuklappen, glaube ich. Genau, erste Mal die Scheuklappen. Martin Seidel hat auch das Duo geritten. Lips Freedom hat später nämlich noch nachgelegt. Und das sah beide Male sehr gut aus. Und Ketame, da war ja ein gefühlt ein deutsches Rennen in Italien ausgetragen. Da kam dann, ja, enttäuschend ist ein falsches Wort, aber hat man ja fast schon mit einer deutschen Dreierwette gerechnet. Wurde am Ende eine Zweierwette. Ketame vor Global Queen von Marcel Weiß. Dann kam ein Pferd auf den 3. Platz aus Polen, wenn ich das richtig weiß. Marlena Stanislavska. Richtig, Lady Jaguar, genau, aus Polen. Und da ist ganz interessant, letztes Jahr wurde das Rennen von einem Pferd aus Polen gewonnen, vom selben Stall, Westminster. Munu hieß das Pferd. Ja, kann genau. Ich jetzt hin. Jetzt, also deutsche Farben ja eigentlich mehr oder minder siegreich, und gut, dann hatten Tayora und Scholikobo als Deutsche jetzt nicht ganz so viel Chance, aber wie gesagt, Stunde später dann auch noch 2. Listensieg, Lips Freedom, der hatte das Rennen schon 2023 gewonnen, und ja, war ein erfolgreicher Tag für die Deutschen. Martin Seidel weiter in großer Form. Ganz genau. Kann man sagen, eigentlich, und ja. Haben wir ja gesagt, seitdem er beim Stall von Andreas Dobritsch weg war, da gab es ja dann so eine kleine Delle, und seitdem läuft es richtig, richtig gut. Und jetzt gewinnt er für den Ex-Trainer 2 Listenrennen in Italien. Ich glaube, da gibt es Schlimmeres. Würde ich auch sagen. So, dann müssen wir noch mal ganz kurz aufs letzte Wochenende zurückgehen. Da hatten wir den Renntag in Hoppegarten, und da haben wir jetzt immer häufiger Whirlpool, wird es auch demnächst in Baden-Baden wiedergeben. Ja, so ein bisschen Fluch und Segen, sage ich mal, dieser Whirlpool.
Eine Sache, die nicht so gut war, das war zum Beispiel am Sonntag im Großen Preis von Berlin, liefen da nur 7 Pferde. Auch im Programm waren nur 7 Pferde. Und es gab 3 Plätze. Ist natürlich, ja, das muss man sagen, war ja früher in Deutschland auch so, aber ist schon lange nicht mehr so. Und bei 7 Pferden 3 Plätze, das macht die Platzwette ja eigentlich mega unattraktiv, muss man ja sagen. In England gibt es bei 7 Pferden ja auch 2 Plätze, nur in Frankreich auch, wenn 7 im Programm sind. Also 3 Plätze bei 7 Pferden und dann noch mit diesen hohen Hongkong-Wetten, wenn da der Heiße reinläuft, dann ist alles zerstört. Aber worum es eigentlich jetzt geht, warum ich das erwähne, ist, es wird zu wenig publik gemacht vor dem Renntag, sag ich mal. Da muss man von Seiten vom Wetstar ein bisschen offensiver mit umgehen machen. Die hauen eine Pressemitteilung nach der anderen raus für irgendwelche Bonuspyramiden und sonst irgendwas. Aber da muss man mal ganz klar noch vorher sagen, auch vor dem Rennen auf der Bahn, in diesem Rennen gibt es ausnahmsweise 3 Plätze, obwohl nur 7 Pferde laufen, weil natürlich entweder jemand getroffen hat und dann vielleicht sogar gleich das Rennen abgeholt hat, weil er es nicht wusste oder den Schein schon weggeworfen hat, kann ja passieren. Oder eben, weil ein anderer vielleicht gar nicht gewettet hätte, wenn er gewusst hätte, oh, es gibt 3 Plätze, dann zahlt das ja nichts. Ja, also es gibt 2 Varianten jetzt. Also das Argument, dass unattraktiv wird, das teile ich jetzt nicht so ganz, gerade durch die hohen Umsätze. Also fand es jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, auch wenn ich zurückgucke, da waren die Platzquoten in dem Rennen sogar sehr, sehr ordentlich. Ich glaube, auf Alriffa gab es sogar mehr als 1,0, was ja eigentlich, ja, ich sage jetzt mal im normalen deutschen Toto da nicht möglich gewesen wäre bei der Siegquote. Und auch Narrativo gab es deutlich mehr als 2,0. Und von dem her, das fand ich jetzt nicht ganz so uninteressant. Definitiv hast du recht mit dem, dass man da mehr in die Öffentlichkeit muss. Wie gesagt, ich nehme uns auch nicht ganz raus. Wir hatten es letztes Jahr in Baden-Baden auch und es hat auch von uns keiner dran gedacht. Aber das ist eben das, wie du das sagst, das ist ja auch nicht, ja, wird ja bei uns nicht entschieden, dass da 3 Platzwetten gibt. Da muss deutlich mehr kommen von Wetzda und dass man das einfach publiziert, ja, und auch weiß, und was da passiert. Im Endeffekt ist es ja auch alles eine Verkomplizierung der Sachen. Ja, ja, wer soll da noch durchsteigen? Ne? Also, ja, ja, ja. Da muss man sich ja wirklich einen Merkzettel schreiben, bevor man zur Rennbahn geht, was alles. Gleiches Thema, Viererwette. Ja, genau, genau. Jetzt habe ich einen Platz gewettet und jetzt muss ich das Glück haben, dass da 12 im Programm waren und muss noch Glück haben, dass es ein Rennen mit Viererwette war, dass ich dann eine 4. Platzquote, wenn nicht, kriege ich nur 3. Ja. Also, das ist alles schon, das macht es nicht einfacher, das Wetten. Nee, und das sind ja alles so hausgemachte Sachen, ne? Also, die man ja im Grunde selber schuld ist, sag ich mal. Ja. Kein anderer. Ne? Also das finde ich auch, da kann man es, du weißt ja selber, es ist ja so in allen Sachen, je einfacher was zu kapieren ist, desto mehr wird es auch angenommen, sage ich mal. Ne? Warum ist die Fußballwette so interessant? Da gibt es nur 1-0-2, also das kann jeder Depp sozusagen auf Deutsch. Kommen damit zurecht dann, ja, genau. Und ich stelle mir gerade vor, wie ich jetzt einem neuen Kollegen auf der Rennbahn erklären muss, an einem Whirlpool-Renntag mit 4er-Wette, mit 12 Stück, wann es wie viele Platzwetten gibt, der hält mich vor verrückt. Also, das kann sich auch keiner merken, will auch gar keiner wahrscheinlich verstehen. Naja, gut, also das sind so Sachen, aber ja, müssen wir nochmal drüber. Gut, dann hat war schon länger nicht mehr deine schöne Rubrik, den Wochenrennkalender. Aber jetzt hast du wahrscheinlich nach einer kleinen Pause meldest du dich mit zig Sachen aus dem WRK zurück. Zig sind es nicht, aber es sind 2 Sachen dann doch, auf die man zu sprechen kommen muss. Eine ist dann für die Öffentlichkeit dann immer spannend wahrscheinlich. Es ging weiter in dem Fall Adel Massad. Wissen wir ja alle, was da, oder ich denke, dass wir es alle wissen. Da ging es ja darum, um irgendwelche das Führen des Medikamentenbuches, dass das nicht so funktioniert hat, wie es sollte. Und da gab es eine relativ hohe Strafe und auch einen Lizenzentzug für den Adel Massad. Und da gab es den neuen Fall, der hatte nämlich Revision eingelegt. Und das obere Renngericht hat da entschieden, hat diese Revision zurückgewiesen. Ich kann mal ganz kurz die Begründung dazu. Da ist nichts Spannendes dabei. Mal kurz aus dem WRK vorlesen. Da heißt es, die Revision des Adel Massad wird gemäß Ziffer 680 Satz 3 der Rennordnung nach einstimmiger Ansicht der entscheidenden Mitglieder des obersten Renngerichts als offensichtlich unbegründet verworfen.
dass die Entscheidung des Rechtsgerichts auf einer Verletzung der Rennordnung oder einem Verfahrensverstoß beruht, ist nicht ersichtlich. Also da ist die nächste Instanz abgehakt, in Anführungszeichen. Ich weiß nicht, ob es da jetzt noch, keine Ahnung, zivilrechtlich, keine Ahnung, was da unterwegs ist oder nicht unterwegs ist. Aber das ist ein Fall aus dem WRK, der ja dann doch, ja, polarisiert vielleicht auch oder auch nicht polarisiert, weiß ich nicht. Zweite Sache ist, da möchte ich dich nochmal drauf ansprechen, der gute Lotterboff ist jetzt zweimal verwiesen worden, einmal in Ostende und einmal in Hoppegarten am Sonntag. Und jetzt gab es hier wieder einen Ausschluss von Rennen mit Ständerstarts bis zum 11. Oktober 2024. Ja. Was halten wir da davon? Ich finde das schwierig. Also wie gesagt, das ist das alte leidige Thema. Ist ja unser altes Thema, ne? Das haben wir ja schon oft besprochen hier, ne? Ja, wir haben keine Pferde im Training und schließen jetzt welche aus. Noch dazu sind die Wetter von Lotterboff am Sonntag klar benachteiligt. Also wo dieses Problem ohne Wetten, wo das hängt. Ich kann mir vorstellen, dass natürlich dann wiederum, wenn wir jetzt wieder über Hongkong sprechen, dass das schwer zu verkaufen ist. Keine Ahnung, Nummer 5 ist nicht Starter und auf dem Bildschirm in Hongkong läuft die Nummer 5 damit und gewinnt und das dann hinter zu erklären. Kann ich mir alles schwer vorstellen. Aber was man da Gelder A wegschmeißt, B den Zorn vielleicht auch von den Menschen auf sich zieht, ganz, ganz schwierig. Also, aber jetzt habe ich mal eine andere Frage, Manuel. Ja. Du merkst das ja zu Recht an. Wie wird denn das woanders eigentlich gehandhabt? Also weil in Frankreich gibt es keine Pferde ohne Wetten. Und in England habe ich auch noch nie Pferde ohne Wetten laufen sehen. Also ja. Wie wird es denn da gehandhabt? Also es ist international. Wie gesagt, man muss sich ja, ist ja gut, dass man sich immer an Ausland orientiert, aber ich finde immer an guten Sachen sollte man sich orientieren. Ich finde das jetzt eine schlechte Sache eigentlich, gerade aus deutscher Sicht, weil da, ja, wir brauchen jedes Pferd auf der Bahn. Im Ausland wird es, ich kann es sprechen für Frankreich, da gab es, ja, war ich auch an einem Pferd beteiligt, wo es das gleiche Problem gab, der ist bei Flaggenstarts in den Hürdenrennen nicht so wirklich mit abgesprungen und da gab es dann, sage ich jetzt mal, drei Verwarnstufen, so ungefähr würde ich es jetzt mal nennen. Einmal bist du 7 Tage gesperrt, einmal, keine Ahnung, 28 Tage oder so irgendwas und dann kommt dann auch relativ zügig der komplette Ausschluss vom Rennbetrieb, dass das Pferd gar nichts mehr an den Start kommen kann. Wie gesagt, das kann man vielleicht in Frankreich und England noch besser vertreten mit x Pferden mehr im Training. In Deutschland halte ich das schon für sehr, sehr schwierig. Wie gesagt, ich würde mir ohne Wetten wieder zurückwünschen, weil das einfach A, dem Wetter Sicherheit gebracht hat und ja, wie gesagt, man hat einfach keine Pferde aus dem Sport ausgeschieden, die man hätte vielleicht halten können. Also ich finde es auch, was du sagst, absolut richtig mit dem ohne Wetten. Das finde ich eigentlich eine sehr gute Sache. Ich kann ja auch noch nachvollziehen, wenn das an PMU-Renntagen oder meinetwegen auch Whirlpool-Renntagen nicht geht mit ohne Wetten. Aber wenn ein Renntag in Halle an der Saale ist, wo jetzt gerade kein PMU ist oder sowas, warum kann dann nicht mit ohne Wetten laufen? Das kann mir doch keiner erzählen, dass man das nicht irgendwie einstellen kann beim Rechnen der Quoten oder sonst was. Also das ist ja gut, genau wie die Starter. Ja. Genau, also, wollte ich gerade sagen. Pferd läuft einfach nie. Da sind wir wieder bei dem Thema, was wir vorhin auch hatten, natürlich mit dem, ich muss Glück haben an dem oder an dem Renntag, lasse ich mir noch gefallen, die Argumentation. Ja, aber wie gesagt, dann muss man halt, ja, also keine Ahnung. Da gibt es wieder wahrscheinlich kein richtig und kein falsch, aber ja, mir klagen jede Woche kommt eine Pressemitteilung gefühlt, es werden weniger Pferde im Training und jetzt tun wir uns dann noch mit schwerer. Abgesehen davon, ob das jetzt für das Pferd das Richtige ist, das steht ja auch nochmal auf einem anderen Blatt Papier, ob Lotterboff da vielleicht auch einfach keine Lust mehr darauf hat. Das kann es ja auch geben, da müssen wir ja auch drauf achten, aber grundsätzlich jetzt erstmal auch, um den Wetter zu schützen, also ohne Wetten. Das wäre schon ein Thema, was ganz nett wäre. So, jetzt haben wir aber genug abgearbeitet und über Nicht-Rennen gesprochen. Genau. Jetzt wollen wir mal einsteigen ins Wochenende. Das geht ja morgen schon los in Saarbrücken zum ungebundenen Termin, Manuel. Genau, am Freitag. Also für diejenigen, die zuhören, Freitag ist heute. Heute geht es los in Saarbrücken. Genau, ich habe morgen gesagt gerade. Genau, du bringst die Leute durcheinander. Sorry. Heute geht es in Saarbrücken los. Genau. Renntag in Güdingen,
bevor noch Güdingen oder zeitgleich mit Güdingen noch ganz kurz erwähnen, BBRG-Auktion ist noch, also für die Pferdekäufer unter euch. Da hatten wir, und wer ist da? Lips Friedel, haben wir eben erwähnt, dass er gewonnen hat und der ist auch auf der Online-Auktion, richtig? Ganz genau, also wer hast du schon geboten, Manuel? Nein, mein Gebot ist nicht durchgegangen. Weiß nicht, woran das hängen blieb, weiß ich nicht. Aber weißt du, wenn ich auch gerade sehe, auf der Auktion Lotterboff übrigens. Ja, genau, genau. Der ist auch mit dabei. Also ja. Ich möchte jetzt hier keinem das Geschäft vermiesen, aber da dran denken, der ist bis zum 11.10. von Rennen mit Ständerstarts ausgeschlossen. Also wie gesagt, möchte keinem das Geschäft vermiesen, aber daran denken. Ja. Genau, aber du sagtest es geht los. Wir fangen jetzt endlich an mit Rennen in Saarbrücken ab 11 Uhr schon erster Start mit PMU-Rennen. Ich glaube, die ersten vier, berichtige mich. Ja, ist richtig, erste vier. Hatten wir das schon mal PMU in Saarbrücken oder ist das erste Mal, Manuel? Könnte mich nicht entsinnen. Nein. Ich meine auch erste Mal wäre es, ne, oder? Ja. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich würde auch eher ja sagen. Könnte mich jetzt nicht erinnern, wann das gewesen sein sollte oder könnte. Ja. Gehen wir einfach mal frech davon aus, dass es das erste Mal ist, 11 Uhr. Und gleich im ersten Rennen läuft auch schon mein Tipp des Tages. Ach, da weiß ich, wer es ist. Das ist Kitzbühel. Genau. Die 1 steht ja wohl da ein bisschen besser im Rennen, Kito. Aber ich habe mir da die Form nochmal angeschaut und habe geguckt, wo das Pferd denn gelaufen ist zuletzt. In Frankreich über 2400 Meter, über 2700 Meter und über 2500 Meter. Das waren die letzten Starts von Kito. Und jetzt geht's heute in Saarbrücken über 1900 Meter. Da weht ein anderer Wind, würde ich behaupten, aus der Maschine raus. Und hat einer deshalb, hast du recht. Kommt natürlich von sehr weiten Distanzen. Hat aber auch eine nette Form in Lyon. Das war im Frühjahr auf Sand gezeigt über 2,150. Okay, ist auch noch mal 250 Meter weiter. Also hast aber natürlich absolut recht. Das habe ich natürlich auch festgestellt. Aber mit einem 70er GRG und der war in Vitelles auch nicht weit geschlagen, wo er der Siebter war, muss man auch sagen. Wie gesagt, wenn da 2450 Meter gibt es in Saarbrücken drüber steht, dann gibt es aber wohl wenig Opposition. Aber Ich glaube, bei Kitzbühel ist das Problem andersrum. Ne? Für den könnte es ruhig ein bisschen kürzer sein. Da können wahrscheinlich 1400, was es in Saarbrücken gibt. Der pullt immer sehr stark. Ne? Genau, oder 1350 ist in Saarbrücken. Das wäre dem wahrscheinlich lieber, aber ja, ich habe mich dafür entschieden, dass möglicherweise Kitzbühel dann das schönere Rennen bekommt auf der etwas zu weiten Distanz, weil er gängig sein wird. Das kann schon sein, ja. Deshalb würde ich es mit dem Schleppi-Vertreter probieren. Ich muss auch sagen, die anderen Pferde, die machen einen wirklich überhaupt nicht an in dem Rennen. Ich habe mir mal das Rennen von Rustan angeschaut, der kam ja überhaupt nicht auf die Beine da in Leipzig. Ja. Da war er noch bei Jasmin Almräder, das war über 2-3, der kam gar nicht mit. Also wie das morgen dann über 19 Meter in Saarbrücken aussehen soll, über 19 Meter, das muss man dann mal sehen. Mhm. Und Rosbad, ja, eine Debütantin, die gleich mit Scheuklappen aufgeboten wird, steht auch 5,0 bei Racebets. Das ist dann eigentlich eher ein Zeichen, dass da auch nicht jetzt so der Riesenmumm ist. Nee, es geht dann auch Stadtbox 8. Also wird mit Sicherheit auch wenn die Blinkers drauf sind, trotzdem wohl nicht an die Spitze kommen. Also wie gesagt, oft denkt man sich so Rennverläufe aus. Am Schluss passieren sie doch ganz anders. Aber ja, die 3,0 bei Racebets, Festkurs, Kitzbühel, die fand ich jetzt okay. Dafür kann man mal wetten. Jo, könnte ein guter Tipp sein. Ich hatte zwar eben in der Zeitung Kito getippt, aber halt auch in erster Linie, weil er einen rechnerischen Tick über Kitzbühel steht. Aber wie gesagt, das ist natürlich gut möglich. Der ist auch in München, ist auch nicht verkehrt gelaufen, Kitzbühel. Ich glaube, da war Kaviar, war auch in einem Rennen drin. Ja, der hat danach gewonnen. Also das muss eigentlich für das Rennen wahrscheinlich reichen. Ja, und da lief schon auch viel gegen ihn in München. Ja. Sehr heiß gewesen und so weiter und so fort. Ja. Mal schauen. Ja. Gut. Ansonsten habe ich jetzt so nichts Großartiges an Tipps. Wir müssen natürlich mal erwähnen, wir haben einen Ausgleich 2 in Saarbrücken heute. Und wir haben natürlich auch einige Top-Jockeys da. Tore Hamhansen, Leon Wolf, Sean Byrne reitet, Anna van den Troost. Also das ist auch schon von Jockeys her ganz interessant, was da antritt. Tore Hamhansen natürlich auf der Suche nach Punkten fürs Championat. Und er hat, glaube ich, im Ausgleich 2 auch einen ganz ordentlichen Ritt mit Wallem. Ja, auf jeden Fall. Ein bisschen mehr Gewicht dabei, aber ich glaube, daran sollte es nicht scheitern auf so einer Bahn wie in Saarbrücken. Pferd war jetzt 3x Zweiter von Thomas Gries, ganz in der Nähe vorbereitet. Und ja, ich finde jetzt keinen Grund, warum Wallem jetzt da eine schlechte Form abliefern sollte, gerade auch, weil er in Saarbrücken schon sehr gut gelaufen ist und letztes Mal gegen Sir Bowtieman auch dort unglücklich verloren hat oder knapp verloren hat, besser gesagt. Also könnte schon ein guter Ritt für Tore Hamhansen sein. Denke ich mir auch, das ist
finde ich sogar fast schon seine beste Chance morgen. Könnte so sein, ja. Im ersten hat er Rustan, dann glaube ich jetzt eigentlich eher nicht, dass er gewinnt. Dann Wallem und dann hat er im Anschluss noch Son of Kings natürlich auch eine gute Chance. Son of Kings natürlich in dem Altersgewicht, in dem sieglosen Rennen für die Älteren. Da kommen ja eigentlich fast nur zwei Pferde in Frage, Son of Kings oder Tilda Romana. Ne? Denke auch, dass da ein Duell gibt. Genau. Ja. Gut, das soll es dann aber auch mit dem Renntag schon gewesen sein, oder? Ja, würde sagen, wir springen auf den Samstag. Machen wir Samstag weiter in Mülheim. Da stehen 8 Rennen auf der Karte. Ein Nichtstarter haben wir schon im 7. Rennen, die Nummer 9, Vanya Rose. Die läuft am Sonntag in Hannover und ist schon für den Renntag in Mülheim abgemeldet worden. Genau. Hat so, mich jetzt in meinen Wettdispositionen nicht tangiert. Mich auch nicht. Okay. Dann schauen wir uns an. Ja. Was müssen wir erwähnen? Im ersten Rennen, zweiten Rennen, denke ich, auf jeden Fall schon mal ganz nett. Stimmt, gute Pferde am Start gezogen. Stormy Waiter aus der Winterkönigin Slade beispielsweise ist mir da aufgefallen. Also das laufen bestimmt auch gute Pferde. Pferde wie Against All Odds, der schon einen Start hatte, sich jetzt mit Sicherheit gesteigert präsentieren wird von Maxime Pecheur. Also wenn man dann schauen, zweijährige Auenquelle, Schlenderhahn, also ja, ne? Da wird schon was geboten sein. Ja, und die Leute wollen aber natürlich auch Tipps. Und hast du da was auf der Pfanne oder sollen wir mal die Viererwette uns anschauen? Ich gehe auch in die Viererwette und habe wieder mein, fast schon aus Köln von vor einigen Tagen, mein Overback-Doppel mitgebracht. Und würde sagen, dass im 5. Rennen, das ist die Viererwette schon, die 1 Kalayana, ja, nochmal nachlegen könnte, hat gewonnen in Düsseldorf zuletzt über 1700 Meter, läuft jetzt über 2100 Meter. Amazonenrennen gewesen, glaube ich. Genau. In Düsseldorf, genau. Ja. Mhm. Genau, mit Nina Baldromey, die sitzt nun wieder im Sattel. Ja, da, der könnte schon noch ein bisschen Steigerung zutrauen. Ich weiß nicht, was jetzt sowas stehen sollte am Schluss. Ich denke, irgendwo zwischen 40 und 60, 4,0, 6,0 zu 1. Ja. Ich denke, das kann man nochmal probieren. Ja, auf jeden Fall. Ist natürlich Margarita Luthi vielleicht auch noch ein Pferd, das doch ein bisschen Luft hat, weil es auch erst 5-mal gelaufen ist. Auch gerade gewonnen auf der Bahn mit einem schönen Speed. Vielleicht ist da auch noch ein bisschen was möglich, aber das sind so zwei Pferde, die sich als Stellpferde gut anbieten eigentlich, oder? Ja, würde ich auch so nehmen oder unterschreiben. Ja, noch ein Siegtipp irgendwo oder genau, soll ich den machen? Genau, zweite. Ja. Also ich nehme auch gern deinen, aber ne, bist du im zweiten Rennen? Mal. Nee, im 7. Rennen, das zweite Oberbeck-Pferd noch, Strahlemann. Der hat mir schon viel Glück gegen dich gebracht in der Vorhalte. War dann am Ende nur Vierter. Vielleicht könnte das jetzt nochmal ein bisschen besser gehen. Es kommt schon wieder damit an. Ich hab letztes Mal schon gesagt, dass du das lassen sollst, wenn du Vierter wirst und ich Siebter oder sowas. Dann sind beide Pferde weg, du Schlaufuchs. Yeah. Ja, deshalb möchte ich ja jetzt den Strahlemann nochmal nach vorne drücken, dass es noch die Scharte ausgewitzt wird. Gut, ich habe auch noch einen Tipp und zwar ist das im 3. Rennen. Okay. Habe ich auch in der Zeitung getippt und zwar Score ist das. Mhm. Gast aus den Niederlanden, die läuft jetzt wieder auf 1300 Meter, was ich ein bisschen günstiger finde als 1600 für ihn. Ich muss natürlich dazu sagen, der hat in seiner Karriere erst 4 Rennen gewonnen. Dreimal war das in Mons auf Sand und einmal war es, glaube ich, in Krefeld ein Handicap. Aber die letzte Form, die fand ich eigentlich ziemlich gut in Köln gegen doch bessere Pferde, als mit denen das jetzt zu tun hat am Samstag. Hat nochmal ein Kilo runterbekommen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich mir das, ich hab so ein bisschen das Ausschlussverfahren gemacht, sage ich mal. Ja, das macht man ja gerne mal als Wetter. Und wenn ich mir die Pferde dann anschaue, Ready to Rumble war letztes Mal 9 Längen hinter der Prinz, ja. Floating Voter habe ich gesehen in Mons, ist der Pferd reiterlos geworden vorm Start, ist ein Dreijähriger, der in 3 Rennen Waregem und platziert war, das kann normal auch für einen Ausgleich 3 nicht reichen. Casal ist natürlich gut genug, ist aber inzwischen ein sehr schwieriger Starter geworden, also die letzten beiden Starts waren katastrophal von dem Pferd, jetzt hat man die Außenbox beantragt und Mosabayev wieder drauf, aber bei 13 Metern dann verliert man nicht gerne Start und dann ist dann immer schon die Aufgabe sehr schwer. Ne? Ja. Favorite Crime, 8 Start, siegloser Dreiger, Aftertime sehe ich nicht. Snoop Digger war mir auch zu weit weg beim Handicap-Start in Hamburg.
da bleibt eigentlich fast nur noch Surge, die noch ein bisschen Form hat. Also ich denke, so ein Rennen müsste Score jeden Tag noch gewinnen können. Er mag die Bahn auch eigentlich. Ja, Martin Seidel, haben wir gesagt, der hat große Form. Ja. Das wäre für mich so ein Pferd, das eigentlich so ein Rennen doch gewinnen sollte. Und ich weiß auch nicht, jetzt manche sagen vielleicht, ach, kommt doch Baden-Baden, der Campen. Aber erstmal hat er auch schon ewig in Baden-Baden kein Rennen mehr gewonnen. Und ich sehe in dem Pferd jetzt auch nicht so ein Pferd, wo man sagen kann, wir knipsen jetzt in Baden-Baden ein Rennen ab. Also, ja, und ja. Baden-Baden ist ja auch in einer Woche. Also genau, also. Jetzt ja, da noch um ein halbes Kilo da runter zu genau, kommen. Also das sieht jetzt eher nicht danach aus. Nee, ich glaube auch, hast du ganz gut ausgeguckt. Also die Schlussfolgerung, die kann ich mitgehen und schauen wir mal, was der Score macht, ob der scored. Genau. Gut, dann sind wir beim Sonntag angelangt, richtig? Jawohl. Und da müssen wir uns ein bisschen mit dem Internet behelfen, weil wir noch keine Zeitung in der Hand haben. Ja. Und wo sollen wir anfangen? Chronologisch gehen wir vor, Düsseldorf ist auch wieder PMU. Aber wir haben natürlich die, Düsseldorf ist PMU, aber wir haben natürlich auch die Sportwelt digital zur Hand, ganz klar. Also wer die Donnerstag schon braucht, 20 Uhr ist er in der App, gerne da schon mal rein. Stimmt, gucken. Du, wir haben die zur Hand, also eher du als ich, aber okay. Ja, du als alter Technik. Ich bin halt auch oldschool. Ich bin halt auch oldschool. Ja, ist okay. Nein. Ja, wo sind wir jetzt stehen geblieben? So, beim Rennen in Düsseldorf natürlich. Da haben wir ein Listenrennen. Jawohl, Hauptrennen. Das ist der Sparkassenrenntag übrigens in Düsseldorf. Ne? Das ist natürlich auch mal viel los, glaube ich. Und der große Sparkassenfamiliencup. Ein Listenrennen über 1600 Meter. Mhm. Ja, 7 Pferde am Start. Da sind 3 Dreige dabei, 4 ältere. Und ich glaube, ja, die beiden Favoriten stehen so ein bisschen raus, oder? Ja, also Favoritin bei den Buchmann ist im Moment Ayada. Genau. Eine Prümmerhofer, eine Dreijährige, die eine starke Form in München gezeigt hat, war da nur von einem französischen Gast geschlagen. Das sah schon gut aus. Whispering Dream war das damals mit André de Vries. Ja. Und ja, als Dreijährige mit Gewichtsvorteilen sieht das schon ganz günstig aus, wenn sie an die Münchner Form direkt anknüpfen kann. Und dann sollte Ayada mit Sibylle Vogt, Bajon Musabayev A, ist er in Frankreich am Sonntag und B, könnte auch die 53 Kilo nicht reiten. Deshalb also Sibylle Vogt, aber das mindert die Chancen ja nicht. Nee, aber es ist natürlich ein starker Gegner drin, muss man auch sagen. Und den habe ich auch getippt sogar. Muhalif. Ja, Muhalif. Pferd von Bohemil Nedorostek. Und ich hätte ihn auch vorne gesehen, bin ich ganz ehrlich. Guido, gehe ich da mit dir. Pferd, gut, hat wirklich schon so manche Schlacht geschlagen und ja, dem wird auch nichts geschenkt. Der tritt immer öfter an. Alle Distanzen schon durch. Genau, auf alle Distanzen. Es sieht so aus, als würde er am Sonntag auf Paradestrecke nochmal aufgeboten werden. Denke ich auch. Und deshalb ist auch mein Moment im Rennen. Adrie de Vries im Sattel, da spricht alles dafür, was nicht ganz so toll ist. Düsseldorf, Box 1600 Meter statt Box 7, ganz genau. Das ist nicht ganz so toll oder hätte man sich vielleicht auch anders gewünscht, aber ja, wie gesagt, Paradedistanz 1600 Meter und auch hier ist so ein bisschen Ausschlussverfahren. Also das Lightning Jog, Montanus, Marmara Star, The King of My Heart, Saman hätte ich jetzt auch eigentlich so ein bisschen Mumm, aber die letzte Form war. Die war nicht gut genug, um das jetzt gewinnen zu können hier auf Bahn und Distanz. Deshalb ist ja, dann. Auch Hamburg, da war es auch hinter Ajandra. Ja. Das sind ja jetzt schon andere Gegner, ne? Also ja. Würde ich schon sagen, richtig. Auch wenn sie Gewichtsvorteile natürlich hat, aber trotzdem. Ja. Ich habe auch mal geguckt noch bei Muhalif. Habe ich schon mal bei Racebets reingeguckt, da gibt es Festkurse und der ist für das Rennen wirklich schon dramatisch gesunken. Also fing der Festkurs an mit 5,5 und steht jetzt mittlerweile nur noch 3,8. Also ja, da scheint auch Geld gekommen zu sein. Ein richtiges Gamble, kann man sagen. Ja, jetzt schon ein Gamble, 2 Tage vorm Rennen. Apropos Racebets ist ja unser Partner und da wollen wir mal sagen, was die alles so auf der Pfanne haben, was man da alles machen kann, was da angeboten wird jetzt am Wochenende, oder? Auf geht es in das Wochenende mit RaceBets. Wir haben die meisten Rennen, die besten Quoten und die spannendsten Aktionen für euch. Obendrauf gibt es jede Menge News, Interviews, Kolumnen und Analysen im RaceBets-Blog. Wo gibt es das alles?
Na, auf racebets.de natürlich. Racebets, dein Online-Buchmacher. Genau, also gibt alles Mögliche bei Racebets. Auch gerne da mal vorbeischauen. Da entgeht einem nichts. Gut, machen wir weiter mit dem Renntag. Was haben wir noch in Düsseldorf am Sonntag? Da läuft noch ein richtiger Mumm von mir und da habe ich richtig Mumm entwickelt, als ich die Zeitung hoch und runter gelesen habe. Oder ja, die Zeitung ist schlecht gesagt, die PDF-Datei hoch und runter gelesen habe. Sag mir das Rennen. Siebte Rennen, der Ausgleich 2 über 2,4. Mhm. Okay. Hast du ein Pferd, was du würdest? Du hast ja ein Pferd. Ich weiß jetzt echt nicht, was es ist bei dir. Ich weiß nur, du hattest mal Sainte Marie irgendwie auf dem Sender. Ja. Aber das ist sie nicht, ne? Going? Nein. Oder? Nee. Millionär? Avola? Auch nicht? Nein. Ach, bin ich auch mal gespannt. Dato aber auch nicht. Dato ist es auch nicht. So, dann bleibt noch Solterio Millionär. Primorosa. Einer von beiden. Ja, dann sag an, wer. Primorosa. Oh. Also ein Pferd, das ich letztes Jahr auch dachte, dass die ein bisschen mehr kann, sogar so wie sie gewonnen hat, ist dann so ein bisschen in den Handicaps stecken geblieben. Aber jetzt, dieses Pferd hat dieses Jahr noch nichts falsch gemacht. Da stehen in der Form ein 5., ein 7. und ein 6. Platz. Das ist nicht ganz so toll, aber die Studart A deutliche Gewichtsnachlässe nochmal bekommen. Jetzt zuletzt für den 6. Platz in Köln auch 1 Kilo, glaube ich. Und man muss sich das mal angucken. Also das Pferd, die war da nicht weit geschlagen. Die war da im Endkampf, kam da am Schluss noch immer näher. Also die steht zum Sieg, hat, wie gesagt, Nachlass bekommen. Die Distanz passt. Wie gesagt, Düsseldorf zielgerade, das macht mir so ein bisschen Bauchweh, weil sie da jetzt mit viel Speed zuletzt kam. Aber auch in Hamburg, der 7. Platz, die hätte da nicht gewonnen, aber die wurde ganz spät noch so ein bisschen irritiert. Da wäre dann vielleicht als statt 7. Platz vielleicht auch ja, 4. Sie wurde da so ein bisschen von Imaran irritiert. Vielleicht wäre da auch 5. Platz gestanden. Also ich glaube, dass die jetzt einfach an der Reihe ist, dass die jetzt bei 100% ist, ein bisschen Nachlass gab und ja, wie gesagt, der Mumm ist. Und sollte auch ein Pferd sein, denke ich mal, wo es dann auch mal eine anständige Quote gibt. Ne? Weil ja, das wird er jetzt nicht Favoritin sein und da könnte es vielleicht noch, wie viele laufen in dem Rennen? 7, 8, 7, ne? Zwei Plätze, ne? Ja. Ja, ich habe auch noch ein Pferd im Angebot. Ja. In Düsseldorf. Moment, jetzt muss ich gerade mal hier auf das Rennen gehen, das Rennen suchen. Das ist das dritte Rennen, der Ausgleich 4 über 2200 Meter. Und auch da wieder ein ganz bescheiden besetztes Rennen, würde ich mal sagen, mit wenig Formpferden. Also zu Formpferden zähle ich da noch Ginette, trotz der letzten Harzburger Leistung, und Varon. Das war es dann aber auch schon. Alle anderen haben eigentlich keine gute Form, muss man sagen. Und ich habe mir da ein Pferd ausgesucht, Clever One. Von Christian von der Recke. Läuft zum ersten Mal im Handicap, was mir auffällt. Erst einmal Scheuklappen, erst einmal weitere Distanz. Für mich hat man da ganz schnell versucht, in Harzburg 2 Starts und dann noch direkt in Köln dahinterher eine Handicap-Marke zu bekommen. Glaube ich, da war gar nicht so die Motivation jetzt groß in den Maiden-Rennen da. Man hat gesagt, das Pferd braucht noch ein bisschen. Und ich habe es mir mal angeschaut. Man guckt ja dann immer auch, was haben die Pferde gekostet und so. Und das Pferd hat im vergangenen Jahr noch 28.000 Pfund gekostet. Mhm. Auf der Auktion. Christian von Neuke hat es dann natürlich ein bisschen günstiger für 3.000 Pfund gekauft dieses Jahr. Aber mit einem GAG von 52, nach alter Sprechart ist das 46 GAG, wenn man mal die GRG-Erhöhungen hier nicht berücksichtigen würden. Also wenn er das Rennen nicht gewinnen kann, dann wird es schwer, glaube ich. Und dann wird es eng und da ist nicht mehr viel Luft. Da sind noch 2 Kilo, die man runterlaufen kann. Deswegen meine ich, dass das Pferd eine gute Chance haben sollte in diesem Rennen. Ja, doch, kann man davon ausgehen. Da bei den anderen neuen Kandidaten ist jetzt auch kein Pferd dabei, wo man jetzt noch die große Explosion erwartet. Nee, dass da noch 5 Kilo gefunden werden, wahrscheinlich. Ja. Nee, kann man vielleicht sich mal so anschauen, ja. Ja, das wäre so meins. Gut, dann soll es das mit Düsseldorf gewesen sein? Genau. Gehen wir weiter nach Hannover. Ja, Hannover, da ist ja der Renntag leider abgebrochen worden am Freitag der vergangenen Woche. Und jetzt gibt es am Sonntag 10 Rennen.
Hoffen, dass alles glatt geht natürlich. Ist ja einer der größten Renntage, glaube ich, in Hannover. Dieser Audi, oder wie nennt der Renntag sich? Audi-Renntag oder? Audi-Esket-Renntag, genau. Und da ist ja einiges wirklich. Es gibt Auktionsrennen, es gibt zwei Listenrennen. Zwei Listenrennen? Ein Listenrennen. Ein Auktionsrennen. Und es gibt Viererwettenrennen, zweijährigen Rennen. Also ist für alle was dabei. Womit fangen wir an mit dem Listenrennen, Manuel? Ja, genau. Ich werde Sonntag vor Ort sein. Das ist eigentlich kein gutes Omen für einen Rennverein, weil irgendwie war ich... Ja, du bist so eine Art, wie soll man das sagen, Sensenmann des Rennsports. Ja, danke dafür. Aber wie gesagt, ich war eigentlich bei allen Renntagen, die zuletzt irgendwie abgebrochen worden, war ich irgendwie vor Ort. Stimmt. Und letztes Jahr Dresden-Mannheim. Das war dein legendäres Doppel innerhalb von 24 Stunden. Zwei Renntage genau. Hast du. Dann war ich bei Baden-Baden warst du auch? Genau, bei der Diana war ich auch letztes Jahr. Dieses Wahnsinn. Jahr in Bad Harzburg war ich und vergangenen Freitag hatte ich Hannover zumindest Galopp-Online-Dienst. Also, das kannst du also auch mit Telepathie schaffst du das auch von scheinbar von geht zu Hause. Also, ich hoffe, dass ich jetzt nicht bald das Rennbahnverbot bekomme, aber wie gesagt, ich drücke die Daumen, dass alles gut läuft und ich gehe auch davon aus, dass alles gut läuft, mal ganz abgesehen davon. Und du hast es schon angesprochen, Listenrennen, damit geht es auch sportlich natürlich für weiß nach oben. Für? Wie für? Listenrennen für? Ach so, für die Stuten. Ja. Listenrennen für die Stuten in Hannover, zur Überraschung. Ein Listenrennen 2400 Meter für dreijährige und ältere Stuten. Und ja, wie immer kann man fast so ein bisschen Kampf dreijährige gegen die Älteren drüber schreiben. Das zählt irgendwie immer. Und ich habe eine ältere und ich habe eine dreijährige gefunden, auf die ich so ein bisschen Mumm habe bekommen. Aus zwei unterschiedlichen Stellen. Einmal Bohmen-Lederosek Wedding in May und die dreijährige Techno Beat von Carmen Butschka. Ich glaube, das sind zwei Stuten, die hier weit vorne sein müssten. Sind eigentlich auch so gemeinsam mit Kamuri Diamond meine beiden Pferde eigentlich auch. Wedding in May ist ja noch vor letzten Sonntag gelaufen. Das ist das, was mich so ein bisschen stört, ja. Da war, glaube ich, auch gar nicht der Plan erst. Ich habe da mit dem Trainer noch gesprochen nach dem Rennen, der meinte erst so Baden-Baden vielleicht, aber ich weiß gar nicht, ob ein Baden-Baden überhaupt ein Stutenrennen über den Weg ist. Also, oder so ein ist dann 2-8-Rennen, der Steher-Cup? Das gibt es ja noch. Ja. Stimmt, da läuft doch die Amo-Hilles-Arena. Ja, ja, da hätte sie aber nicht auch laufen können. Ne? Aber na gut, jetzt läuft man hier auf der Heimatbahn. Tja, hat sich gut verkauft. Erst mal Black Type letzte Woche geholt. War natürlich auch ein etwas merkwürdiges Rennen. Sie hatte da vorne sehr langsame Pace gemacht bis zur Hälfte der Distanz und dann hat sie aber schön gekämpft, wäre ja auch fast Zweite geworden, glaube ich. Ne? Genau, hat da nicht viel gefehlt und das ist die womöglich aktuell beste Form. Es ist das einzige Pferd, das schon Black Type hat, was in dem Rennen antritt. Also alle anderen Stuten suchen das noch und klar, ein paar werden es hier finden, aber auch gut möglich, dass das Wedding in May hier nochmal eine Black Type Platzierung holt und mein zweiter Tipp ist Techno Beat, eine Stute, die in Hamburg im Grupperennen lief, da nicht das allerbeste Rennen hatte, war da aber nur ein Viertel Längen hinter Spanish Eyes. Was Spanish Eyes mittlerweile geliefert hat, wissen wir, die war Zweite in der Diana und Techno Beat hat danach noch einen Start in Dieppe gehabt, hat da ein Handicap gewonnen, ein dreijährigen Handicap. Sehr leicht gewonnen, kann man sagen. Sehr leicht gewonnen, trat da als Favoritin an und hat im Prinzip diese Marke bestätigt oder dieses Können auch schon bestätigt und deshalb traue ich der hier auch ein bisschen was zu. Sind auch beide im Langzeitmarkt interessant für eine Siegplatzwette. Ne? Wedding in May ist hochgegangen allerdings von 4,75 auf 6,0 und Techno Beat bei 5,5. Ja. Ja, wie gesagt, Wedding in May, so dieses Stuten, 7 Tage Pause nur oder im Prinzip sind es dann ja nur 6 rennfreie Tage. Ja, ist nicht so ganz meins jetzt in dem Fall, aber man wird sich schon was denken, die wird schon fit gewesen sein unter der Woche, damit man da nochmal antritt, aber so ein bisschen gefällt mir dann Techno Beat besser, 5,5, du sagtest es, und 2,1 auf Platz, Anführungszeichen, Freiwetter, wenn es so wirklich Dritter werden könnte, von dem her. Ja. Der Racebets-Buchmacher, der hat mehr so Mumm auf die Higgs-Pferde, ne? Also wie es aussieht. Ja. Der Racebets-Kursmacher, der hat da Namuria als Favoritin und Lydia, die Saisondebütantin, als zweite Favoritin. Na gut, Lydia hat letztes Jahr auch beim ersten Saisonstart gewonnen, glaube ich. Und Namuria hatte, die ist ja auch in Dieppe gelaufen im Klasse-2-Rennen,
Da war sie Vierte, kam spät noch gut auf, war lange Letzte und machte dann etwas zu spät den Boden gut. Das war jetzt auch nicht verkehrt, aber ob sie jetzt dann unbedingt die Favoritin des Rennens sein muss, weiß ich auch nicht so genau. Was mit Kamui Diamond? Immerhin beim vorletzten Start auch Vierte in Hamburg gewesen auf Listenebene. Das war doch eigentlich auch nicht so schlecht, die Form, oder? Nee, war auf keinen Fall so schlecht. Colin Berg ist jetzt seit auch im Sattel, jetzt kann man da wieder müßig drüber streiten. Ich weiß jetzt auswendig leider auch nicht, welches Gewicht der gute Mann reiten kann, ob der jetzt überhaupt für Technobeat in Frage kommen wäre. Aber das kam Boczka ja auch gerne mit französischen Jockeys operiert, das wissen wir. Jetzt könnte man sich drüber streiten, wer jetzt da der bessere oder welches Pferd da der bessere Ritt wäre. Aber du sagst, es ist Hamburg gut gelaufen, da war hinter Crystal Estrella, Vale of Shadows, Namada. Was mir nicht gefällt, dahinter war nicht ganz so viel. Unter anderem auch eine Wedding in May, die da natürlich auf keinen Fall ihre Bestform abgeliefert hat. Aber ja, mich hat so ein bisschen gestört, dass da jetzt kein richtiges Black-Type-Pferd dahinter war. Gut. Dann kommen wir zum Auktionsrennen. Das ist das sechste Rennen am Sonntag. Und da geht es über 2000 Meter Mitteldistanz. Ja, und wer ist da dein Mumm? Ganz unten bin ich da im Programm. Leider ein Pferd mit Mehrgewicht. Eigentlich möchte ich das überhaupt nicht, das weißt du genau. Ist jetzt aber ein Altersgewichtsrennen, da ist es vielleicht noch nicht ganz so entscheidend wie im Handicap. Gefallen tut es mir trotzdem nicht, aber Andreas Subritsch hat heute bewiesen, dass die Form da ist. Und die Stute, die hat richtig gut gewonnen in Köln, das sah nach mehr aus. Ob das jetzt das bestbesetzte Rennen war, da brauchen wir auch nicht drüber streiten, dass dem wohl nicht so war. Aber das sah gut aus und zu einer anständigen Quote kann man das mal probieren. Mit World Vision steht 7,5 beim Buchmacher, bei RaceBets. Das ist eine Idee und das solide Pferd, einfach dass es genannt ist, ist natürlich, das heißt natürlich, ist Watzlaw. Der war in Hamburg mit dabei in der Verlosung, hat immer nur gute Formen gezeigt, Pferd von Peter Schergen und der wird auch hier vorne auftauchen. Ja, was ist mit Tanami Starlet? Ja, hat auf jeden Fall, ist Rechnungsfavoritin, wenn ich richtig weiß. Genau, genau. War Vierte im Listenrennen in Düsseldorf. Hatte da, ja, nicht ganz so ein tolles Rennen. Kam dann da noch später auf den vierten Platz. Muss man berücksichtigen, auch mit niedrigem Gewicht. Aber war in Düsseldorf natürlich auch schon relativ weit geschlagen. Aber mit dem günstigen Gewicht muss man sie ja beachten. Ja, würde ich auch sagen. Und Watzlaw ist schon das reellste Pferd. Asta steht 2 Kilo schlechter, glaube ich, gegen ihn jetzt als in Hamburg. Und es war ja sehr knapp in Hamburg. So, die anderen Pferde kann man sich eigentlich nicht unbedingt als Sieger vorstellen. Bei Vabene, Lamington, das ist hohes Gewicht. Und da ist auch die letzte Form nicht so gut gewesen bei diesen Pferden. Tinef ist noch sieglos. Hat es hier schwerer als im Harzburger Auktionsrennen, denke ich. Ist aber das Pferd natürlich, was sich wahrscheinlich noch am ehesten steigern kann. Hat er jetzt zwei Starts. Er ist zweimal gelaufen, genau. Ja. Aber ja. Gegen die genannten wird es vielleicht nicht ganz so leicht. Ja. Gut, dann die Frage, wie immer, hast du noch einen Tipp in... Aber wir haben aber eine Sache vergessen eben in Düsseldorf. Ne? Da läuft ja noch ein Bruder von Palladium, das wollen wir auch sagen. Oh, ne? Genau, bei im Zweienrennen. Ne? Pass of Soldier Hollow, Halbbruder zu Palladium, dem Derby-Sieger. Und da heißt natürlich, das erste Rennen muss man auf jeden Fall sehen am Sonntag. Genau, das erste Rennen, die 3, Pass of Soldier, Gestüt Park Wiedingen, das kann man noch anschauen. In Hannover kommen auch die Zweijährigen an den Ablauf im ersten Rennen, oder? Bin ich richtig? Richtig. Genau, im ersten Rennen Walkover, ja, da war ein bisschen mehr Meinung vor dem Kölner Rennen. Der wird sich vielleicht ein bisschen gesteigert präsentieren, aber ja, spannend natürlich immer um die Zeit, die Zweijährigen Rennen. Absolut. Sonst noch irgendein Tipp, den du den Leuten ans Herz legen möchtest? Du bist ja sehr gut in Form gewesen. Letztes Wochenende habe ich dich ja gelobt. Ja, ich habe mich aber... Weil Witcher of Lips zum Beispiel, möchte ich nochmal erwähnen, hast du sehr gut getippt. Ja. Mach ruhig weiter. Ja, mehr fällt mir nicht ein. Also Nastaria, Coffee. Ja, komm, das war ja jetzt aber nicht... Nastaria lasse ich jetzt gut, es war auch gut, hast recht, doch. 2,0 oder 2,1 geht es bei keiner Bank, Guido. Ja, hast du recht. gut, aber ansonsten hast du jetzt in Hannover noch nichts so schnell auf die Schnelle entdeckt. Nein, ich habe mich auf Primo Rosa
versteift, eine Trainerin, die am Hannover-Renntag nach Düsseldorf fährt. Also da lasse ich alles andere ein bisschen liegen und gucke, dass da im 7. Rennen Primo Rosa in Düsseldorf gewinnt. Gut, das ist ein guter Tipp, der auch ebenfalls interessant ist. Und ja, dann haben wir doch, denke ich mal, so alles abgearbeitet. Jetzt die übliche Frage am Freitag, wann geht's weiter? Ich denke ganz normal montags, ne? Ja, genau. Spricht nichts dagegen. Dann wünschen wir euch Hals und Bein. Viel Spaß heute in Saarbrücken, morgen in Mülheim und am Sonntag in Hannover und Düsseldorf. Viel Erfolg beim Wetten und ja, Hals und Bein. Auch von mir, Hals und Bein und ciao.